So, schön, dass ihr dabei seid. Los geht's auch bei World of Warships mit einem Gameplay der Tirpitz. Ja, lange habe ich sie ignoriert, aber nun ist sie wieder zurück. Hat einfach den Hintergrund, sie gibt's zurzeit viel zu oft oder gab's viel zu oft. Man wurde immer fokussiert, wo ich sie damals natürlich als einer der ersten überhaupt hatte. Und dementsprechend hatte ich lange Zeit ein bisschen einen Bogen um sie gemacht. Da habe ich gerade hier leider noch jemanden gerammt zu Beginn. Aber jetzt habe ich einfach mal wieder Bock drauf. Und dann schauen wir doch gleich mal, was man hier so mit der reißen kann. Da hinten war gerade nicht zu sehen. War eine North Carolina. Auf die zwar mal geschossen, aber hat noch nichts gebracht. Viel spannender wird jetzt gleich dann sozusagen der Fight in der Mitte sein. Da geht es dann gleich rund. Da wird es gleich richtig lustig. Da die North Carolina da hinten schießt ja auch auf mich. Die North Carolina hat mich am Anfang des Games erkannt, in Anführungszeichen. Und dementsprechend natürlich wird man dann auch gerne mal fokussiert, wenn man sieht, oh, den kenne ich doch, der macht doch so YouTube-Videos. Boah, deswegen war ich ganz froh, dass der dann sich darüber verdünnisiert hat. Hier jetzt ein Tirpitz. Gegnerische Tirpitz. Liegend praktisch, ohne dass er da jetzt großartig fährt. Also mal drauf geschossen natürlich. McBain. 4 Treffer, 3828 Schaden. Da nochmal das Flugzeug gestartet für die andere Sicht. Hat nicht sein müssen, aber irgendwie fand ich es gerade da angenehmer wegen diesem Hügel, dass ich da drüber luren kann besser. Ein Ausfall hat er zu verzeichnen, 3 Zieltreffer. Allerdings mit überschaubarem Schaden. Die Tirpitz weiterhin also zumindest da stehen. Also ich weiß nicht, was deren Taktik war. Mit Einzelfeuer hier auf sie drauf. Man verfolgt auch mal die Schüsse. Aber leider zwar 4 Zieltreffer, aber kein Durchschlag. Da schaut es noch so geil aus, wenn die auf den Gegner einprasseln, aber bringen tut es halt nichts. Jetzt fahrt er zumindest mal ein bisschen zurück. Also von dem her ein bisschen hinterhalb mal aimen. Da sind ja doch 9 Sekunden Flugzeit. Da nochmal 3800 Schaden in Summe. Wie gesagt, dafür, dass die Tirpitz da so spielt, wie sie spielt, hat sie verhältnismäßig noch viel HP. Also wenn mir das passieren würde, wäre ich sofort tot. Alles weg. Ganze HP-Pool für den Arsch, in Anführungszeichen. Nicht so die hier. Aber da dann nochmal ein paar Zieltreffer, nochmal 3800 Schaden. Also ganz bisschen müßig jetzt zu Beginn. Wird aber noch besser, ich verspreche es. Dickes Indianer-Ehrenwort. Die Schüsse gehen drüber, aber ich habe da hätte noch ein bisschen weiter links zielen müssen. Da ist praktisch kein Hit drauf gegangen. Und jetzt hinterhalb kommt dann schon eine Cleveland. 15,6 Kilometer. Machbare Distanz definitiv. Deswegen da einfach mal, aber genauer natürlich jetzt. Just im Augenblick dreht sie dann weg, als ob sie es gerochen hätte, dass ich dahin ziehe. 2 Zieltreffer, wenigstens 5000 Schaden. Noch ist sie beschießbar. Die Kleve. Aber es kommen noch schöne Hits, kann ich euch versprechen. Es ist eine ganz gute Runde geworden. Natürlich. Vorteil war, dass hier auch kein Flugzeugträger dabei ist und ich Top-Tier bin. Das sind natürlich zwei Fakts, die beide sehr angenehm sind in einem Schlachtschiff.
Leider ist das Replay abgestürzt, beziehungsweise die Runde vorhin, deswegen konnte ich auch keine Screenshots mehr vom Ergebnis machen. Ich kann euch aber sagen, wer es interessiert, am Ende dieser Runde werden es netto gewesen sein 530.000 Credits. Da nochmal schöner 8.300er Hit. Und sie kriegt da auch schon echt gut auf die Mütze. Und jetzt dreht sie wieder so ein, wie ich sie anders erwartet hätte. Nämlich nicht mehr ganz so hart. Und ja, hier kommt mal wieder mein alter Freund, die Insel. Wir machen den kleinen Landgang. Ja. Und da die Atago. Atago gar nicht so schnell von der Fahrt hier. Dementsprechend da meine Chance, da mal ein bisschen was zu landen. Die Schüsse kommen gut. Und bam, 20.000 Schaden. Zwei Zitadellentreffer vernichtender Schlag. Die Schüsse kamen gut, ja. Das kann man sagen, wie es ist. Da hat die Atago schön einstecken müssen. Hinterhalb jetzt New York. Auch diese, wenn sie jetzt weiter dreht, dann kann ich sie jetzt so in etwa in der Höhe beschießen und sie dreht so weiter. Schüsse kommen auch hier wieder sehr gut. Leider nur 5.800 Schaden, keine Zitadelle. Hatte ich so ein bisschen insgeheim gehofft, dass ich hier doch die Zitadelle klar mache. Und aufgrund der Mutsuki dachte ich mir, kann ich hier mal lieber Tops reinjagen, bevor sie da irgendwie durchbricht. Aber da ist ja auch noch einer von meinem Team, deswegen eher Prophylaxe denn unbedingt notwendig. So, da vorne jetzt noch eine Tierpitz. Die dreht jetzt auch Gott sei Dank anständig, dass ich bisher besser drauf schießen kann. Aber drei Zieltreffer mit null Schaden. War nicht so von Erfolg gekrönt. Da ist die York jetzt wieder. Und die York, die ist jetzt ziemlich nah. Das ist eine schöne Distanz für ein Schlachtschiff. Dementsprechend jetzt wieder hier Feuer auf die York. Da auch eine Zitadelle, drei Zieltreffer, 15.000 Schaden. Also der hat auch gut gesessen. Und die North Carolina, das war der Spieler, der mich zu Beginn der Runde erkannt hat. Der ja auch auf mich schon geschossen hat. Dementsprechend muss ich ja gewissermaßen zurückgrüßen und sagen, hey North Carolina, wie geht's dir denn so? Also schieße ich doch auch mal auf den. Weil er schießt, hat mich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Und da kommen meine Schüsse. Und auch hier eine Zitadelle und 20.000 Schaden auf die North Carolina. Der hat ordentlich gewumst. Aktuell 88.790 Damage gemacht. Die York hinterhalb kommt jetzt leider schnell rum. Da wird es nichts mehr. Deswegen habe ich da hier den Versuch, auf die zu schießen, abgebrochen. So, jetzt hier, North Carolina, Fahrt auf die Insel. Bisschen zu weit rechts leider geschossen. Dementsprechend hier kein Hit. Macht dann hier die Gao Fusharui. Klar. So, Atago, York, Cleveland und Mutsuki noch im Spiel. Wir spulen mal ein bisschen. Jetzt gerade aktuell passiert hier jetzt erstmal nichts. Da ist wieder was offen. Und da ist die York. Kommt hier gerade langsam ums Eck und weg ist sie. So soll es sein. Und jetzt da vorne noch die Cleveland. Die Atago ist auf A. Also Cleveland jetzt zu beschießen. ...2.300 Schaden, also jetzt nicht rühmlich viel, und plötzlich geht hier die Mutsuki neben mir auf. Das ist eher uncool. Deswegen Tops mal in die Richtung. Und hart Steuerbord. Backbord ist es. Links ist Backbord, rechts ist Steuerbord. Und man sieht hier, dass die Tops aber unglaublich knapp an mir vorbeigegangen sind.
Also ja, da war ich glücklich, konnte Gott sei Dank reparieren und auch noch mich heilen. Dementsprechend hier die Schüsse von der Cleveland aktuell gar nicht so schlimm. Schlimmer ist die Mutsuki, die jetzt hier da noch immer um mich rum wämst. Weil die muss jetzt auch irgendwo gleich wieder aufgehen. Our victory is in sight. Deswegen, ich fahre jetzt einfach mal Richtung Wolke. Und da ist sie. Sekundärgeschütze schießen jetzt drauf. Ich drehe mich so ein, dass ich da mit meiner Frontbatterie drauf komme und auch, dass die Heckbatterie gleich nachzieht. Frontbatterie ist jetzt drauf. 1400 Schaden allerdings nicht genug. Und jetzt die Heckbatterie. Und bevor er seine Tops noch ins Wasser setzen konnte, konnte ich ihn hier zerstören, Gott sei Dank. Weil das wäre ziemlichst unangenehm geworden, wenn der seine Batterie auf mich hätte losfeuern können. Aber nun schaut es alles gut aus. 3 Kills gemacht. Nur noch die Atago, aber wir liegen auch mit den Tickets meilenweit voraus. Also von dem her alles nur noch eine Formsache. So, und die Schüsse auf die Atago. Dann der noch der Unterstützer. Und noch eine Salve und dann sollte es das gewesen sein. Leider kann ich euch den direkten Kill, den ich hier ehrlicherweise noch machen werde, nicht zeigen, weil das Replay dann immer sofort aufhört. Das heißt, ihr seht noch den Schuss. Und damit, mit diesen letzten Emotionen, beende ich das Replay. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Diesen Kill muss ich euch leider verwehren, aber es sind über 112.000 Schaden am Ende der Runde gewesen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, die Tierpitz hat mal wieder Wort gehalten und euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.